Versprich mir was, Mitch. In 10 Jahren, falls wir noch nicht verheiratet sind, heiraten wir beide. Sicher. 10 Jahre, wie hältst du das aus, verdammt? Wenn sie nur gewartet hätte, wir wären ein großartiges Paar. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich hoffe, du sitzt. Ja, Dave, ich sitze. Okay, okay. Sie hat nie geheiratet. Das ist ihre letzte Adresse in San Diego. Wir sind füreinander bestimmt. Dann fahr hin. Hallo? Mrs. Carter, ich versuche Elizabeth zu erreichen. Ich bin in der Stadt und wollte sie sehen. Du kannst sie bei Doc Rumor treffen. Sie holt um 5 ihren Hund ab. Buddy, nein! Ist was passiert? Nichts passiert. Elizabeth. Mitch? Jake und ich heiraten. Glückwunsch. Guter Job, Nostradamus. Sie wird heiraten. Großartig. Aber nicht mich. Jake und ich trainieren seit 6 Monaten für den Paarmarathon. Du solltest morgen mitkommen. Ich kann nicht teilnehmen. Ich lauf mit dir, wenn du mich willst. Ja, und ob ich dich will. Mitch und ich haben ein Rennen zu laufen. Wo hast du das denn her? Wir waren noch Kinder. Na, was jetzt? Warum heiratest du ihn? Elizabeth hat sich entschieden. Okay, egal ob ich das mag oder nicht, ich werde ihr Leben nicht umkrempeln. Wow, so weit gefahren? Sie hat Glück, dich zu haben, auch wenn sie es nicht weiß. Weißt du noch, was wir uns versprachen? Am Tag vor dem Abschluss. Du liebst sie, Mann! Du hast sie immer geliebt! Elizabeth, bist du bereit zu heiraten?